wir jetzt alle zusammen an die Nordsee ziehen sollten? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Worum geht's hier wirklich? Du hast zu mir gesagt, dass du zu mir stehst, in guten wie in schlechten Zeiten. Dies ist mein Weg. Einen anderen gibt's nicht. Aber wenn dein Weg sogar keine Kompromisse zulässt, dann werde ich dich damit nicht unterstützen. Du wolltest doch, dass wir die Ministerin kaufen. Ist mir immer noch lieber, als der Frau noch mal über den Weg zu laufen. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist eine zweite Chance bei deiner Ministerin. Kriegst du das hin? Wie gesagt, ist im Grunde unmöglich. Aber ich werde sehen, was sie machen lässt. Dann sind wir nach wie vor im Geschäft, ja? Versprechen kann ich nichts. Für einen mittleren sechsstelligen Betrag wäre sie bereit, unseren Wald zu verschonen. Verstehe. Aber eine Bestechung wird es mit mir nicht geben. Caro, siehst du nicht, was zwischen uns ist? Ist nichts. Ist nur Luft. Sag mir ins Gesicht, dass du mich nicht liebst. Ich liebe dich nicht. Ich habe keinerlei Gefühle für dich. Und daran wird sich auch nie was ändern. Der Reißverschluss. Ja. Ja, danke. Jetzt kann ich es auch allein. Ja, und jetzt raus aus dem Brautkleid deiner Schwester. Ja. Danke für den Reißverschluss. Ja, genau. Ich gehe dann mal ins Bad. Mich ausziehen. Also, das Kleid. Genau. Verzeihen Sie, Gräfin, ich sehe, Sie sind beschäftigt. Aber wie verfahren wir mit der Urne? Ja, lassen Sie, guten Tag, die Urne doch gleich in die Kapelle bringen. Selbstverständlich. Ist das Ansgars Asche? Ja, der Herr ist so freundlich und bringt Sie für die Zeremonie in die Kapelle. Seit wann trinkst du Whisky und rauchst Zigarre? Ich feiere das Leben. Man muss jeden Moment genießen. Das hat Ansgar auch immer gemacht. Gut, dann machen wir das so. Klärst du das mit Hellstone? Nichts mache ich lieber, als für dich den Laufburschen zu spielen. Was ist das? Bitte? Das ist ein Kondolenztisch. Was ist? Geht's dir nicht gut? Was? Doch, sicher, klar. Sieht man. Hast doch keine Ahnung, Tanja. Vielleicht gehst du jetzt einfach. Wir haben ja alles Geschäftliche besprochen, oder? Gibt ja auch nichts Privates mehr zwischen uns. Könnt ihr einfach mal die Klappe halten? Bin ja schon weg. Ich werde übrigens die Trauerrede halten. Und zwar eine, die Ansgar gefallen hätte. Ich habe keinen Bock, dass da irgendwas von Tradition oder Lahnsteinerbe gefaselt wird. Oder ihr euch mal wieder anzeigt. Kim, ich denke... Nein, nein, nein. Kim sollte das entscheiden. Er war ihr Vater. Sie hat jedes Recht dazu, diese Rede zu halten. Alles in Ordnung? Sicher. Ich habe gehört, dass Dana das Schloss verlassen hat. Heißt das... Können wir das Thema wechseln? Es gibt Neuigkeiten. Ich habe doch diese Umweltschutzgruppe kontaktiert. Naja, um zu prüfen, ob diese Sumpfohreulen sich in unserem Wald ausgebreitet haben. Sie sind fündig geworden. Und zwar genau in dem Abschnitt, der für den Bau des Autobahnzubringers vorgesehen ist. Das heißt, Sie haben wirklich welche von denen gesichtet? Morgen kommt ein sachverständiger Ornithologe von der Universität. Und wenn der bestätigt, dass es sich wirklich um die vom Aussterben bedrohte Sumpfohreule handelt, dann wird das Naturschutzgebiet ausgeweitet und der Bau des Zubringers ist gestorben. Das wäre ja großartig. Vater wäre sehr zufrieden.
sorry, dass es so lange gedauert hat. Ich war schon fast drin und dann hat eine Modelfreundin aus New York angerufen. Die hat von Toris und meiner Verlobung erfahren. Du bist schon da? Ja, ich habe eher Feierabend gemacht. Das ist perfekt. Wir haben nämlich die besten News ever. Hast du es ihm schon gesagt? Giselle und ich, wir haben uns als Kinder versprochen, dass wir füreinander die Trauzeugen sein wollen. Und sie macht's. Was? Caro und ich, wir haben uns wieder vertragen. Und sie wird meine Trauzeugin. Das ist doch der Hammer, oder? Ja, das ist doch schön. Du bist falsch geknüpft. Oh, und ich muss mal kurz verschwinden. Keine Sorge, ich werde dir nichts erzählen. Und es bringt dir nur dann Unglück, wenn du die richtige Braut vorher im Brautkleid siehst. Also nichts passiert. Alles gut. Ja, alles gut. Wo ist denn Caro hin? Die wollte noch mal, die wollte noch mal, wohin? Die hat irgendwas zu tun noch. Kim, wir müssen reden. Du drückst mich weg, du drückst Marlene weg, aber wir machen uns Sorgen. Wir werden nicht dabei zusehen, wie du dich schon wieder an der Vergangenheit festklammerst. Los, du siehst irgendwie grün aus dem Gesicht. Ich hab Kopfweh und mir ist schlecht. Ja. Ich hab von Ansgar Abschied genommen. Mit Whisky und Zigarre, ja? Ich werde immer aus der Küche eine Flasche Wasser holen. Ansgar hat dir bestimmt irgendwo Kopfschmerztabletten. Du kannst ja mal nachsehen. Was ist bloß los mit dir, Caro? Bist du total verrückt geworden? Niemand zieht das Hochzeitskleid seiner Schwester an. Niemand. Warum machst du sowas? Sowas ist doch... Pfui, Caro. Pfui. Du musst raus aus dieser Nummer. Kein Tore, kein Emo-Krampf. Loslassen, Caro. Akte zu. Und übrig bleibt ein weißes Blatt. Bereit für eine neue Geschichte. Sie heißt... Caro breitet ihre Flügel aus und fliegt! Gerade von einer Bratpfanne erschlagen wurde.
Opa ist so ziemlich das Einzige, was ich vermissen werde, wenn ich eines Tages ins Gras beiße. Siehst du? Das kommt davon. Man denkt ans Sterben. Ich hoffe einfach, dass ich immer Opa hören kann, egal wo ich bin. Vielleicht sollte ich tatsächlich sogar ein paar Aufnahmen mit ins Grab nehmen. Man weiß ja nie. Falls es die Hölle wird, werde ich sonst vielleicht mit Deutschrock beschallt. Also für mich ist das Hölle, wenn ich das nur einen Abend ertragen müsste. Weißt du was, liebes Kind? Ich gedenke dir, ein großartiges Geschenk zu machen. Ja, super. Da gibt's so eine Tasche im Fundus Schlangenleder. Total, Wir beide gehen in die Oper. Zusammen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Da. Federica mit Hanna Schewrenko kommt nach Düsseldorf. Dauert zwar noch eine Weile, aber das ist die Oper, mit der ich meine Liebe zur Musik entdeckt habe. Und dir wird's genauso gehen. Mhm. Geschenke werden ja überbewertet. So, hier ist das Wasser. Hey, was ist denn los? Wir werden niemals zusammen in die Oper gehen. Wir werden nie wieder was zusammen unternehmen, weil Ansgar tot ist. Ja. Hast du einen Moment für mich? Sicher. Was kann ich für dich tun? Oh, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich etwas für dich tun kann. Dana ist nur vorübergehend ausgezogen. Das ist nicht für immer. Nein, nein, das meine ich nicht. Sondern? Ansgars Beerdigung steht an. Und, ja, und Ludwig konnten wir nicht. Er ist so weit entfernt. Tausende Kilometer von zu Hause. Ich habe gedacht, es würde uns allen helfen, wenn Ludwig zurückkommt. Was? Ich möchte Ludwig nach Hause holen, also seinen Leichnam, damit wir ihn in der Familiengruft beerdigen können. Die Umweltschützer, die Hagen engagiert hat, die haben doch jetzt tatsächlich diese Sumpfohrollen bei uns im Forst gefunden, und zwar genau in dem Teil des Waldes, wo der Zubringer gebaut werden soll. Ach ja, und morgen kommt ein Ornithologe von der Universität, und wenn der deren Bestand verifiziert, dann ist unser Projekt endgültig gestorben. Scheiße. Dann hat Hagen keinen Grund mehr, die Ministerin zu bestechen, damit der Zubringer woanders gebaut wird. Ach was. Ich will aber, dass er das macht. Ich will, dass er es durchzieht. Nur so werden wir ihn los. Tanja, ich leide nicht an Demenz. Ich weiß auch, was wir eigentlich vorhatten. Die Frage ist, was wir jetzt machen. Was sagt dein Freund Mertens dazu? Begeistert ist er nicht. Der will die Ministerin beerben. Aber dieser Plan ist jetzt gestorben. Wir müssen umdenken. Auf keinen Fall. Du hast ihn vorhin gesehen. Er ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Ihm ist mit jeder seiner Gesten anzumerken, dass ihm Ludwigs Schuhe zu groß sind. Er wird offen sein für jeden schlechten Rat von dir. Tanja, wenn uns jemand sieht. Wir sind aber allein. Alle sind schon nach Hause gegangen. Hm. Ich will, dass wir das durchziehen. Und wenn wir jeder verdammten Eule ihre Federn einzeln ausreißen. Das würdest du wirklich tun, oder? Einen Schnaps, bitte. Ja! Tor, gleich habe ich dich platt gemacht. Eine Frau, die weiß, was sie will. Fällt mir. Deine Welt, was? Noch ein? Na, danke. Ich nehme lieber einen Tee. Tee? Willst du mich verarschen? Heute ist Happy Night. Happy Cocktails for Happy People. Was soll denn das überhaupt sein, ein Happy Cocktail? Oder ist der so hochprozentig, dass man direkt ins Koma fällt? Das ist ein Spezialrezept von mir mit
ganz viel Liebe. Liebe und ich. Zwei Welten prallen aufeinander. Ich bleib bei Tee. Ach was. Der Versöhnungscocktail hat doch auch funktioniert. Der war so süß, dass mir jetzt noch die Zunge am Gaumen klebt. Aber ihr habt euch versöhnt. Ich verstehe das nicht. Wo ist denn Caro jetzt hin? Wir wollten auf unsere Versöhnung anstoßen. Noch irgendein Termin oder so? Um diese Uhrzeit. Hey. Ehrlich gesagt, ist mir scheißegal, was deine Schwester macht. Wenn du zur Tür reinkommst, lass ich ihr alles stehen und liegen. Das ist kein Tee. Das ist ein Mr. Love. Ich mach jede Wette, du schmeckst nicht raus, was da alles drin ist. Ich habe hervorragende Geschmacksnerven. Das kann jeder sagen. Wodka? Mhm. Limette? Mhm. Orangen. Ah. Na, was? Grapefruitsaft. Aber ich wette, bei der letzten Zutat lust du voll ab. Ich würde sagen, eine Prise. Nee, ein ganzer Humpen. Plumpe Anbaggerei. Schmeckt man ziemlich penetrant raus. Okay. Der nächste Versuch wird besser. Na dann. Du wirst in die Oper gehen. Morgen. Einen Tag vor der Beerdigung. Die Karten sind für die Matinee von Federica. Ich hab's Ansgar versprochen, dass wir da zusammen hingehen. Ja klar, aber ich glaub einfach, dass es geht. Ich muss es tun, für Ansgar. Ich denk, du willst dein Leben feiern, so wie er es immer gemacht hat. Was ist das? Die Liebesarie aus Federica. Eine meiner Lieblingsopern. Ich kann Oper nicht ausstehen. Ja. Kim auch nicht. Aber? Gerade in Düsseldorf. Sie hatte mir versprochen, mit mir dahin zu gehen. Morgen Nachmittag. Du liebst deine Tochter sehr, oder? Jeder Vater liebt seine Tochter. Manche können es nur nicht so zeigen. Tja. Schade, dass du so busy bist und nicht hingehen kannst. Ehrlich gesagt, würde es mir schon reichen, wenn meine Tochter wüsste, dass ich noch am Leben bin. Dass es nicht meine Asche ist in dieser Urne, sondern höchstwahrscheinlich die von Billy, dem debilen Handlanger. Hätte sich dieser Pfosten wahrscheinlich auch nie träumen lassen, dass er mal als Graf beerdigt wird. Tja, wie sagt man so schön? Im Tod sind wir alle gleich. Manche allerdings ein wenig gleicher. Du hast recht. Du hast sowas von recht. Ansgar hat jeden Moment geliebt. Dann ist die Opa jetzt gestorben. Hä? Nee. Was? Was ist denn hier? Kim. Ich hab's gewusst. Okay. Ansgar hat gesagt, dass er nach seinem Tod auf Opernmusik hofft. Und zur Sicherheit wollte er Aufnahmen mit ins Grab nehmen. Aber das hier ist viel besser. Was hast du vor?
Ich werde die Oper auf Video aufnehmen und sie ihm in die Urne legen. So, der geht aufs Haus. Bei jeder Frau machst du das Olli Platt, wenn du aus Afrika zurückkommst. Nein, das mache ich nur bei denen, die reinkommen, gleich einen Schnaps wegballern. Willst du mich betrunken machen? Würde das helfen? Würde es nicht, ich habe hier noch zu tun. Das sieht ganz schön wirr aus. Pappalapapp, ich muss nur dranbleiben. Außerdem, das ist mein Freizeitvergnügen. Ich kann sehen, wie viel Vergnügen du gerade hast. Hast du schon was von Paris gehört? Du hast dir gemerkt, dass ich mich da beworben habe? Ich interessiere mich eben für dich. Du interessierst dich doch für alles, was nur ansatzweise nach Frau aussieht. Hey Leute, wie sieht's aus mit Kickern? Die BWLer habe ich gerade platt gemacht. Ich brauche richtige Gegner. Ich bin dabei. Also ich habe noch zu tun. Was? Braucht dir nicht peinlich sein. Bitte? Na, dass du nicht spielen kannst. Dafür kannst du ganz hübsch malen. Hübsch malen? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Kaputt. So, darf ich mal? Dankeschön. Du willst Giftmüll im Lahnsteinforst verklappen? Hast du sie noch alle? Jetzt sei nicht so zimperlich. Das kommt gar nicht in Frage. Damit wäre das Thema Naturschutzgebiet aber ein für alle Mal vom Tisch. Tanja, der Lahnsteinforst ist Jahrhunderte alt. Da gebe ich doch nicht einfach Giftmüll zwischen die Tannen. Du redest genauso politisch korrekt wie Hagen, merkst du das? Willst du bald Söckchen mit ihm stricken? Wo willst du das Zeug denn überhaupt herbekommen? Aus dem Internet? Und wie später erklären, wo es herkommt? Das ist ja das Schöne daran. Das ist nicht unser Problem. Hagen ist der Vorsitzende von Lahnstein Enterprises. Sollte er sich mit den Fragen rumschlagen? Das ist der perfekte Plan. Das ist ein total irrer Plan. Und deshalb machen wir das auch nicht. Aber ich habe Nein gesagt. Diese Eulen müssen weg. Das würdest du wirklich tun? Was? Ich würde die Viecher nicht einfach abknallen. Nicht? Schade. Ich würde ein paar erfahrene Jäger engagieren. Die würden die Eulen betäuben, einfangen und in ein anderes Waldgebiet umsiedeln. Ludwig ist Teil unserer Familie. Er sollte auch nach seinem Tod bei uns sein. Nicht auf dieser Insel liegen. Dann willst du ihn wirklich exhumieren lassen? Ja, ich denke, das wäre auch in seinem Sinne. Hier ist sein Zuhause. Vater im Kreise der Ahnen. Ich glaube, das würde ihm gefallen. Ja, das denke ich auch. Außerdem ist es eine Tradition, die Angehörigen der Familie in der Lahnsteingruft beizusetzen. Und wenn einer für Tradition war, dann Papa. Ja, also seid ihr dafür. Das geht nicht. Weil ich weiß überhaupt nicht mehr, wo die Insel liegt. Ich war wochenlang mit dem Floß unterwegs. Ohne Kompass, ohne Seekarte. Keine Ahnung, wie wir diese Insel wiederfinden sollen. Wir wissen doch, wo wir dich rausgefischt haben. Also können wir das Gebiet auch ungefähr eingrenzen. Hunderte von kleinen Inseln da unten. Ja, mein Gott, dann suchen wir eben so lange, bis wir Ludwig gefunden haben. Wo ist das Problem, Hagen? Ich finde, du hast recht. Dann können wir vielleicht auch alle besser mit der Vergangenheit abschließen. Ja. Sehr gut. Vielen Dank für Ihren Anruf. Und? Alles glatt gelaufen. Die Eulen sind betäubt und auf dem Weg in den Bayerischen Wald. Wie viel haben Sie? 7. 7? So viel? Ich dachte, es gibt nur ein paar Exemplare. Der Westforst ist groß. Sind Sie sicher, dass Sie alle erwischt haben? Ja. Und woher wissen Sie das so genau? Tanja, ich bin keine Eule. Ich habe keine Ahnung, weil ein Jäger weiß, dass es nicht noch mehr gibt. Wenn auch nur ein Viech übrig bleibt, dann fährt dein Plan vor die Wand. Das ist dir klar, oder? Ja. Und fang jetzt bloß nicht wieder an mit deinen Giftmüllfantasien.
Aber wir haben einen Plan und der wird klappen. Hoffe ich. Das ist unsere Chance, Hagen zu stürzen. Vielleicht kriegen wir keine zweite. Das ist das Gebiet, um das es geht. Graf Lahnstein, guten Morgen. Staatssekretär Mertens, was machen Sie hier? Die Ministerin hat ihren Bruder angerufen und darum gebeten, dass ich ihm einen kleinen Ausflug in den Wald beiwohnen darf, damit sie schnellstmöglichst Bescheid weiß. Ich denke, das Ergebnis wird eine Enttäuschung für Sie sein. Wir werden sehen. Jedenfalls ist sie nicht sehr erfreut über ihre Strategie. Ich mache das hier auch nicht, um Frau Dr. Eschberger-Löderich zu erfreuen. Na, schauen wir mal, ob überhaupt diese, wie heißen die Vögel nochmal? Sumpfohreulen. Ja, ob die überhaupt da sind, denn wenn nicht, wird der Zubringer kommen. Keine Sorge, sie werden da sein. Sie entschuldigen mich? Gerne. Professor Laubenstein, danke, dass Sie kommen konnten. Graf Lahnstein, gerne. Das ist ja auch eine hochinteressante Aufgabe. Ja, ich bin mir sicher, Sie werden die Existenz der Sumpfohreulen im entsprechenden Gebiet nachweisen können. Ich zeige Ihnen noch die beste Route in den Forst. Ich bin mir sicher, Sie werden... Doch sehr, du hast dich darum gekümmert, dass wir nichts finden werden. Sonst kannst du dir den Platz an der Spitze deiner Familie abschminken. Forst? Ich zeige Ihnen noch die beste Route. Ich habe noch nie die Nacht durchgemacht. Ach, komm schon. Nein, wirklich. Was hat dir denn am besten gefallen? Der Sonnenaufgang am Rhein. Nein, Pommes zum Frühstück. Danke. War ein toller Abend. Und eine tolle Nacht. Naja, muss ja noch nicht zu Ende sein. Wir könnten ja noch eine Tasse Kaffee zusammen trinken. Ich glaube, das lassen wir lieber. Aber danke fürs Nachhausebringen. Ja, ich muss mich sputen. Schnell unter die Dusche und dann zur LCL. Du doch auch, oder nicht? Man kann es ja mal versuchen. Danke. Wusste doch, dass ich dich hier finde. Ich, als ich gestern nach Hause gekommen bin, da hast du schon geschlafen. Ja, dann bin ich nochmal hierher. Was ich gestern gesagt habe, das tut mir leid. Das war Kacke. Dann bin ich doch nicht verrückt.
Das auf jeden Fall, aber auf eine sehr süße und unwiderstehliche Art und Weise. Ja. Vielleicht habe ich auch einen Tick überreagiert. Ein Tick, ja, nee, ist klar. Aber hat ja auch was Gutes. Jetzt haben wir endlich wieder einen Grund, uns zu versöhnen. Ne? Das stimmt. Ich habe mir was überlegt. Was hältst du davon, wenn ich nachher mit in die Oper komme? Echt? Hm? Echt, das ist eine bescheuerte Idee. Ich habe begriffen, wie wichtig es dir einfach ist, mit Ansgar abzuschließen. Und wenn du dafür in die Oper musst, dann bin ich dabei. Wir sind ein Team. Problem. Aber das mit der Kamera lassen wir, ja? Das ist irgendwie... Verrückt? Hä? Bin ich verrückt? Nein, ich... Ey, du bist so ein verlogener Idiot. Verdammt, ich will doch ein... Lass mich. Ich will doch nur... Ich will doch nur endlich mal verstehen, was in dir abgeht, Kim. Das ist völlig unmöglich. So wie es aussieht, leider nicht. Professor Laubenstein, sind Sie sich wirklich absolut sicher, dass es kein einziges Exemplar dieser Eulen bei uns gibt? Ich bin mir ganz sicher. Es tut mir leid, Graf Lahnstein. Aber alle Ortungssysteme kommen zu dem gleichen Schluss. Es gibt keine Sumpfeulen in diesem Gebiet. Ich begleite Sie hinaus, Herr Professor. Auf Wiedersehen. Ich verstehe das nicht. Es wurden Eulen dieser Art im Westforst gesichtet. Streifenkauze. Laut Professor Laubenstein werden die öfter verwechselt. Irgendwas mit der Färbung. Tja, dann gibt es wohl keinen Grund, das Naturschutzgebiet auf diesen Teil des Forstes auszuweiten. Das heißt, der Zubringer kann gebaut werden. Ja, das wird die Ministerin sehr freuen. Und auf die Infrastruktur der Region wird es einen enormen Effekt haben. Wir hatten all unsere Hoffnungen in die Ausbreitung dieser Eulen gesetzt. Und jetzt? Wir werden uns in den nächsten Tagen bei Ihnen melden, um Sie über die weiteren Schritte zu informieren. Guten Tag. Hagen, es war ein guter Plan. Er hätte klappen können. Hagen. Schulz, kannst du nicht aufpassen? Entschuldige mal, du bist doch mir in die Kaffeetasse gerannt. Bitte? Ja. Ich sag ja nicht, dass es mit Absicht war, aber macht ja nichts. Ich verzeih dir. Sie ist doch irre. Geht doch, Schulz. Schließ ab. Erinnert mich so ein bisschen an die Klassenfahrt, als ich damals zu den Jungs ins Zimmer gestichen bin. Mhm. Und was hast du da gemacht? Du lenkst vom Thema ab. Wie ist es gelaufen? Wie ein Urberg. Du hast es geschafft? Ja. Hagen war völlig neben sich. Keine Eulen, nirgends Eulen. Er ist am Boden. Ja. Seine Pläne, die Welt zu retten, sind bereits im Westforst geplatzt. Das heißt, er hat keinen Ausweg mehr. Nö. Jetzt muss er die Ministerin bestechen, um den Bau noch zu verhindern. Und wenn er das getan hat? Dann wird die Presse erfahren, dass es ungeklärte finanzielle Transaktionen und einen gestoppten Zubringerbau gibt. Mertens wird Minister. Und ich werde die Frau vom Boss. Und die Frau vom Boss hat
hat massiven Einfluss auf ihren Mann. Ist schon klar, dass man in der Oper nicht filmen darf. Sagte der Mann, der wegen homophoben Vandalismus fast verhaftet worden wäre. Mann, das mit den Pussern, das war doch was. Weißt du, mein Vater ist gerade gestorben und dein Hintern hängt in der ganzen Stadt in 2x4 Meter als Schwulenreklame. Ich hätte richtig sauer sein können. War ich aber nicht. Weil ich dich unterstütze und dich liebe. Und du machst hier eine Riesenwelle für nichts. Für nichts? Mann, Kim, mach doch mal die Augen auf. Wir hängen hier in Ansgars Suite ab, schlafen in seinem Bett zwischen seinen Klamotten, du rauchst deine Zigarren. Merkst du nicht, was hier passiert? Ich nehme Abschied, das passiert. Nein, nein, du bleibst in der Vergangenheit stehen, wie damals bei Victoria. Du tust so, als würde Ansgar noch leben, aber das tut er nicht. Ansgar ist tot. Ja, das weiß ich. Darum mache ich das Ganze ja auch. Außerdem war das bei Mama was komplett anderes. Weißt du, ich habe mich nicht getraut, Abschied zu nehmen, weil ich dachte, dass Papa daran zerbricht. Das hier, das ist ein Abschied. Schatz, das ist Schwachsinn. Hey. Du verrannst dich da eine Idee, das bringt nichts. Lass die Karten los. Lass die Karten los! Das tut mir leid. Boah, das ist echt das Allerletzte. Schatz, das ist... Fass mich nicht an. Für dich? Oder hattest du schon etwa Kaffee? Mhm, zumindest habe ich es versucht. Muss ich das verstehen? Schokocroissants. Kannst du Gedanken lesen? Mit anderen Worten, es geht dich nichts an, was ich mit meinem Kaffee gemacht habe, Vukovic. Ich wollte dich fragen. Oh, falsches Waschmittel. Lustig. Ja, finde ich auch. Ich wollte dich nur fragen, wie weit du mit dem Marketing-Konzept bist. Ja, genau. Kann ich dir irgendwie helfen? Hm.
Ja, dabei kann mir keiner helfen. Ich glaube, du solltest dich ein bisschen ranhalten. Morgen brauchen wir die Vorschläge. Ja, ja, kriegst du. Dann geht's dir also gut, trotz durchzechter Nacht? Keine Ahnung. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Hast du heute Morgen irgendwie beim Geheimdienst angeheuert? Quatschkopf. Jetzt runter vom Schreibtisch, sonst bekommen das die Chefs mit. Naja, wenn die Chefs mitkriegen, was du hier für private Sachen machst. Hm? Ja. Hallo, ich kann doch auch nichts dafür, wenn ich mit meinem Tagespensum jetzt schon fertig bin. Im Ernst? Wow. Also, ich meine, ich wusste ja, dass du ein Genie bist, was Zahlen angeht, aber das? Sag mal, könntest du mir bei der Abrechnung vom No Limits helfen? Du machst gar keine Buchhaltung. Die macht Olli, wenn er wieder da ist. Ja, aber wir könnten noch die ganze Nacht über Tabellen und Zahlen reinsitzen. Du und ich ganz eng beieinander. Tschüss. Jetzt! Tschüss. Tschüss. Was soll das werden? Da gibt's jetzt sofort was besser. Hör zu, wenn das irgendwas mit diesem Bau des Zubringers zu tun hat. Das Schlimmste ist. Was? Hagen, was ist das Schlimmste? Sebastian, ich. Ich bin schuld an Vaters Tod. To you.